Ja, liebe Freunde, es ist mal wieder Zeit für eine schöne Videoanalyse. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Fängerschmiede, dem Torwartkanal für den Amateurbereich. Ja, ich habe es ja eben gesagt, es ist mal wieder Zeit für eine schöne Videoanalyse. Haben wir schon sehr lange nicht mehr gemacht und ich habe ja damals mal gesagt, immer wenn ich mal so ein interessantes Thema finde bei den Profis, dann greife ich das mal auf und versuche daran eben ein bisschen was zu erklären. Ich sage es lieber vorweg auch dieses Mal, es geht hier gar nicht darum, irgendwie klug zu scheißen oder so, sondern einfach nur dieses Material zu nutzen, was natürlich sehr gut ist, was man im Amateurbereich so gar nicht bekommt. So, und was habe ich heute gesehen? Ich habe nicht heute, sondern vor, jetzt auch schon wieder 2 Wochen genau her, beim Spiel Hoffenheim gegen Hertha BSC, und zwar ist es das 3:0 für die Hoffenheimer. Und das schauen wir uns jetzt mal gerade an. So, ja, die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist ja die, muss der Hertha-Keeper Christensen hier wirklich rauskommen? Und ich würde es mal gerne dieses Mal so machen, dass ich jetzt hier eine Meinung zu diesem Thema abgebe und ich bin aber super gespannt auf eure Meinung, ja, weil ich glaube, dieses Thema kann man so ein bisschen kontrovers diskutieren. Ich bin der Meinung, dass der Christensen hier nicht hätte rausgehen müssen, vielleicht sogar gar nicht hätte rausgehen dürfen, weil eben ja der Schütze hier nicht allein ist. Das heißt also, es ist ein Mitspieler von dem Christensen direkt dran. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben auch, dass der Schütze gar nicht ideal zum Ball steht. Man sieht es ja dann auch beim Abschluss. Er erwischt ihn irgendwie so mit dem rechten Außenriss gerade so irgendwie und legt ihn am Torwart vorbei. Das reicht, weil eben der Torwart relativ nah oder weit rausgerückt ist und nah an den Stürmer dran und konnte natürlich dementsprechend auch dann nicht mehr so wirklich reagieren. Das ist also immer für einen Torwart ein Indiz oder sollte es zumindest sein, gehe ich raus oder bleibe ich drin, wenn der Gegenspieler am Mitspieler oder wenn der Mitspieler am Gegenspieler dran ist, dann sollte ich mich als Torwart immer erst so ein bisschen zurückhalten und schauen, was sich aus dieser Situation heraus ergibt. Nämlich genau aus dem Grund, was man hier jetzt sieht, irgendwie so ein bisschen aus dem, ich sag mal, aus dem Handgemenge hätte ich fast gesagt, unten aus dem Fußgemenge erwischt der Hoffenheimer Stürmer gerade noch so den Ball irgendwie mit dem Außenriss und legt ihn halt eben am Torwart vorbei. Wäre der Christensen hier drinnen geblieben, hätte er natürlich diesen Ball sehr, sehr locker aufnehmen können und es hätte halt eben nur 2:0 gestanden, was jetzt auch nicht viel besser ist, aber nur ein wenig besser und das Tor wäre eben aus meiner Sicht gar nicht gefallen. Ein weiterer Punkt, den man hier sieht, wenn man nochmal in eine andere Kameraeinstellung geht, ist, dass Christensen rausrückt und dann natürlich so ein bisschen, was macht er hier? Spekuliert, glaube ich, ein bisschen. Ne? Also er steht nicht im Gleichgewicht, also nicht in der Balance, was ja auch für einen Torwart super wichtig ist. Also in der Balance stehen, um wirklich auf beide Richtungen oder in beide Richtungen hin agieren zu können, sowohl nach links als auch nach rechts. Was man hier jetzt sieht, dass er mit seinem Körper im Prinzip nach rechts wegfällt, denn den Fuß zwar noch ausfällt, aber natürlich aufgrund der Distanz zum Schützen, die sehr klein ist, den natürlich nicht mehr rechtzeitig rausbekommt. Und das Tor denn eben an der Stelle fällt. Ja, das war mal eine ganz kurze und knackige Videoanalyse. Das ist ein Thema, was mir so direkt ins Auge gesprungen ist, als ich das Spiel geschaut habe. Aber mir ist jetzt hier ganz wichtig, dass du dich hier auch beteiligst. Also sag ruhig eine Meinung, wenn du jetzt sagst, hier Sascha erzählt hier kompletten Blödsinn, sehe ich total anders. Natürlich muss der Christensen raus zum Beispiel oder halb raus oder im Tor bleiben, so wie ich es eben gesagt habe. Super interessantes Thema, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass man das auch so und so interpretieren und sehen kann. Also schreib gerne deine Meinung hier unter dieses Video. Ich freue mich drauf. Und ich glaube, alle anderen, die jetzt an dieser Diskussion teilnehmen, würden sich darüber eben auch freuen. Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für deinen Kommentar. Wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen in der Fängerschmiede, wenn es wieder heißt 18 Uhr Fängerzeit. Bis dahin alles Gute, bis dann und ciao.